Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Immobilienrecht fragt an. Heute zu einem sehr interessanten Thema für alle, die sich für eine gebrauchte Eigentumswohnung interessieren. Je nachdem, wie lang die Wohnanlage bereits existiert, kommt es immer wieder vor, dass eine Wohnung, für die Sie sich vielleicht interessieren, sei es die Wohnung selbst oder Zubehör wie Garten oder Abstellplätze, nicht mehr so aussehen, wie eigentlich auf dem Plan laut der Parifizierung. Eine Parifizierung ist der Plan, der der Begründung von Wohnungseigentum zugrunde liegt. Das heißt, wenn Sie zum Grundbuch gehen, dann liegt da meistens ein Plan drinnen und da sehen Sie, wie Ihre Wohnung aussehen sollte. Jetzt kann es durchaus sein, dass zum Beispiel manche Fenster gar nicht so errichtet wurden oder die Gartenflächen völlig anders gestaltet wurden. Immer wieder kommt es auch vor, dass Parkplätze, die an Gartenflächen angrenzen, überwuchert sind oder überhaupt zu Gartenflächen umfunktioniert wurden. Die Frage, die man sich als Käufer natürlich stellt, ist: Darf ich jetzt die Wohnung wieder so herstellen, wie sie ursprünglich war? Eine solche Frage hatte auch der Oberste Gerichtshof vor kurzem zu beantworten. In diesem Fall ging es darum, dass in einem Raum laut Plan ein Fenster eingezeichnet war. Das Fenster wurde aber nie errichtet. Dann wurde die Wohnung lange nach Begründung vom Wohnungseigentum verkauft und der neue Käufer hat dieses Fenster in die Mauer eingebaut. Wurde natürlich sofort von einem Nachbarn verklagt mit dem Argument, naja, wenn Sie da jetzt ein neues Fenster einbauen, dann sehen Sie direkt in mein Badezimmer, das passt mir nicht. Außerdem ist der Plan, mit dem Sie jetzt dieses Fenster bauen, also der Parifizierungsplan, schon 20 Jahre alt. Selbst wenn ich damals die Zustimmung gegeben haben sollte, so gilt das nicht mehr. Die ersten zwei Instanzen haben dem Nachbarn Recht gegeben und gesagt, naja, der Plan wurde für die Parifizierung, also für die Begründung von Wohnungseigentum, erstellt, aber er wurde nie umgesetzt. Daher kann man jetzt auch nicht mehr damit rechnen, dass diese damalige Zustimmung für die Parifizierung, müssen ja alle Miteigentümer zustimmen, noch aufrecht ist. Der Oberste Gerichtshof hat das anders gesehen. Zwar wie folgt. Eine Parifizierung setzt die Zustimmung von allen Miteigentümern voraus. Das heißt, wir haben einen Konsens. Der Konsens richtet sich dann nach dem Plan. Ist also in dem Plan ein Fenster in der Mauer ersichtlich, dann gilt das als Zustimmung. In einem anderen Fall wäre es zum Beispiel so, sind zwei Parkplätze und eine Gartenfläche vorhanden, dann gilt die Zustimmung für zwei Parkplätze und eine Gartenfläche. Ist es so, dass jetzt dieser Zustand in längerer Zukunft nicht mehr besteht, ohne dass es eine einstimmige Willensbildung der Eigentümergemeinschaft gab, also zum Beispiel einen Beschluss, wo gesagt wird, wir bauen dieses Fenster laut Plan nicht oder wir wollen statt zwei Parkplätzen und einem Garten einen größeren Garten und nur noch einen Parkplatz. Wenn es eine solche Beschlussfassung nicht gibt, dann gilt der alte Konsens weiter. Und daher hat der Oberste Gerichtshof entschieden, darf der neue Wohnungseigentümer das Fenster, das im ursprünglichen Plan vorgesehen war, auch tatsächlich so bauen. In unserem Beispiel mit den zwei Parkplätzen würde das heißen, wenn in der ursprünglichen Parifizierung zwei Parkplätze und ein kleiner Garten zu sehen waren und beim Kauf aber nur noch ein Parkplatz und ein größerer Garten, dann darf der neue Eigentümer den zweiten Parkplatz wieder errichten, ohne dafür die Zustimmung der übrigen Miteigentümer zu brauchen. Man sieht, beim Kauf von gebrauchten Eigentumswohnungen gibt es immer wieder sehr spannende Fragen, die oft auch zum Obersten Gerichtshof gehen, der hier Gott sei Dank erklärende Worte gesprochen hat. Und in der Praxis kommt es immer wieder zu ganz ähnlichen Konstellationen. Wenn auch ihr Fragen zu solchen Themen habt, schreibt mir gerne eine Nachricht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Bis zum nächsten Mal, euer Dan.